Hi Leute, ich bin's Carina und willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar dieses Mal im Vlog-Format. Denn heute ist einiges zu tun und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal durch den Alltag heute mit. Wir haben heute Samstag und es stehen zwei Location-Besichtigungen mit einem Brautpaar an. Die möchten entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr heiraten, je nachdem, wie die Locations so verfügbar sind. Und danach geht es für mich ins Büro, denn dann habe ich zwei Bewerbungsgespräche. Ich suche ja aktuell eine Aushilfskraft für die Planungen und für die Hochzeiten und habe jetzt zwei Bewerber in die engere Auswahl genommen und möchte die jetzt mal persönlich kennenlernen. Und danach bleibe ich noch ein bisschen im Büro, denn ich muss unbedingt YouTube-Videos abdrehen und habe mir eine ganze Liste dafür geschrieben. Ich habe eure Themenwünsche über Instagram berücksichtigt und werde die heute also alle abdrehen. Und also der Tag, wie ihr seht, ist vollgepackt und ich nehme euch mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und los geht's. So, mein Navi zeigt mir jetzt übrigens an, dass ich doch sehr gut in der Zeit bin. Deswegen werde ich auf jeden Fall jetzt noch Bücher wegbringen, beziehungsweise zur Post bringen. Wir haben jetzt eine neue Auflage gedruckt von Hinter den Kulissen einer Traumhochzeit. Und deswegen sind jetzt ganz schöne Bestellungen angesammelt worden, die jetzt unbedingt zur Post müssen. Und das werde ich jetzt noch erledigen, bevor ich zur Location fahre. Location Nummer 1. Man muss ja sagen, im Winter ist es alles nicht so schön hergerichtet und nicht so schön grün natürlich wie im Sommer. Deswegen braucht man hier ganz oft eine gute Vorstellungskraft, wie das alles mal im Sommer aussehen soll. Vor allem der Saal, der ist hinter diesem Gebäude. Den zeige ich euch jetzt. So, die erste Besichtigung ist vorbei. Wir fahren jetzt direkt zur zweiten. Die hier ist gut gelaufen. Dem Brautpaar gefällt die Location auch sehr gut. Es gibt zwar ein paar negative Punkte, die aber kein K.O.-Kriterium sein müssen. Wir schauen einfach mal, was die zweite Location, wie den beiden die Location so gefällt. Und dann würde ich sagen, let's go! So, und auch diese Location-Besichtigung ist vorbei. Ich bin jetzt schon zum Büro gefahren, werde nämlich jetzt hier meine zwei Bewerbungsgespräche führen und Videos aufnehmen. Ich wollte noch ein paar Worte zum Thema Location-Besichtigung loswerden, weil das fragen mich auch ab und zu mal welche bei Instagram, was man eigentlich bei den Location-Besichtigungen beachten muss. Und ehrlich gesagt ist es eigentlich kein Hokuspokus, also nichts Kompliziertes, denn die Locations, zumindest die professionellen Hochzeits- und Event-Locations, die wissen schon, wie sie euch durch die Besichtigung führen. Ich mache mal den Scheibenwischer aus hier gerade, der stört. Und führen euch durch die ganzen Punkte, die man eigentlich beachten sollte. Natürlich hat man individuell immer Rückfragen und ich wollte euch einfach mal hier ein paar Eckpunkte geben, die ihr einfach beachten solltet oder Fragen, die ihr stellen solltet. Das ist zum einen das Thema Sperrstunde und Lautstärkebegrenzung. Das sind zwei verschiedene Sachen, die aber miteinander zu tun haben. Die Sperrstunde ist einmal eine Uhrzeit, zu der die Party beendet werden muss. Manche Locations haben Sperrstunden, manche wiederum nicht. Und jedes Brautpaar ist auch unterschiedlich. Also ich habe Brautpaare, die sagen, auf gar keinen Fall eine Sperrstunde. Wir wollen so lange feiern, wie wir wollen. Und andere sagen, 3 Uhr ist völlig in Ordnung, dann reicht es auch irgendwann. Ne? Das Thema Lautstärkebegrenzung, da ist euch der DJ bestimmt auch sehr dankbar, wenn ihr das vorher einfach abklärt mit der Location. Wie es der Name eigentlich schon sagt, es geht darum, dass die Musik nicht lauter als eine gewisse Dezibelanzahl sein darf. Hat nicht jede Location, ist eher selten, würde ich sogar mal sagen, aber kommt ab und zu eben mal vor und das sollte man eben auch abfragen, wie laut man eben sein darf, genau.
genau, was man auch vor Ort abchecken kann, ist so ein bisschen, wie man die Tische stellen kann, welche Möglichkeiten es gibt, ob Tafeln, ob runde Tische. Dann natürlich ganz, ganz wichtig immer ist das Thema Plan B, falls also irgendwas draußen geplant ist, sei es Trauung oder Sektempfang, dass sie euch einfach die Plan B, also die Alternative für schlechtes Wetter, zeigen lasst. Genau, und das Thema Kosten. Manche Locations sagen ja auch, dass sie erst bei der Besichtigung oder nach der Besichtigung ein konkretes Angebot rausschicken oder generell erst über Preise sprechen. Ich persönlich bin eher ein Fan davon, wenn die Locations es vorher einfach rausschicken, dass wir schon mal wissen, kommt es überhaupt in Frage oder ist es 10.000 Euro über dem Budget. Aber manche Locations, ne, sagen halt, kommt erst mal vorbei. Und bei der Besichtigung ist es eben nochmal natürlich dann eine Möglichkeit oder ja, bietet sich die Gelegenheit natürlich an, auch nochmal über die Kosten zu sprechen und das eben individuell für seine Hochzeitsfeier, also für seine Gästeanzahl, Ablauf etc. Mal grob hochzurechnen, was euch da so preislich erwartet. Das sind jetzt so die Punkte, die mir jetzt hier gerade so spontan einfallen, die eben auch bei den letzten beiden Besichtigungen heute wichtig waren, die wir abgeklärt haben. Genau, ich habe dazu auch mal ein Video gedreht. Ich kann euch das auch gerne mal hier oben verlinken. Und dann könnt ihr da nochmal reinschauen. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Bewerbungsgespräche. Ich habe mir noch schnell was zu essen bestellt. Ich hoffe, ich kann das noch zwischendrin kurz essen. Ihr wisst Bescheid, Immergrün ist am Start. Und dann gehe ich jetzt mal hoch ins Büro und werde mich mal vorbereiten. So, ihr seht, ich bin super ausgeleuchtet. Das liegt daran, dass ich jetzt gerade YouTube-Videos drehe. Ich habe hier einmal die festen Sitz-YouTube-Videos und was ich auch eigentlich ganz gerne mache, sind tatsächlich so wie eben jetzt einfach solche Vlogs. Ich mache es super selten, weil man muss natürlich den ganzen Tag dran denken, immer die Kamera überall mit hinzunehmen. Aber ich versuche es auf jeden Fall öfter zu machen. Ich habe auch schon das Feedback bekommen, dass euch das auch sehr interessiert. Und deswegen versuche ich das jetzt auf jeden Fall öfter in meinen Alltag zu integrieren. Auf jeden Fall hatte ich ja eben auch noch zwei Bewerbungsgespräche. Die sind auch beide sehr, sehr gut gelaufen. Und obwohl die beide wirklich sehr gut gelaufen sind, glaube ich, habe ich mich schon für einen entschieden. Und ich bin sehr, sehr happy drüber und freue mich jetzt noch mehr Unterstützung in meinem Team zu haben, noch mehr Unterstützung bei den Planungen. Und vor allem kann endlich der Hochzeitsblog weitergeführt werden. Wenn ihr das noch nicht wusstet, ich habe ja einen Hochzeitsblog mit ganz, ganz vielen coolen Themen rund um das Thema Hochzeit und Hochzeitsplanung, wo man sich auch nochmal schlau lesen kann. Hier auf YouTube kann man sich schlau gucken und auf dem Blog schlau lesen. Und der liegt gerade so ein bisschen brach und den wollen wir jetzt auf jeden Fall wieder angehen, weil wir ja gemerkt haben, dass Interesse auf jeden Fall da ist. Und deswegen freue ich mich so, so sehr, dass ich endlich weitere Unterstützung habe. Denn die Planungen werden immer mehr und meine aktuelle Aushilfe ist komplett in den Planungen involviert. Und ja, jetzt kann es eben wieder noch ein Stückchen weitergehen. Und ja, also YouTube-Videos werden jetzt gedreht. Eins habe ich schon abgedreht, das nächste kommt jetzt noch. Und ich freue mich, wenn ihr weiterhin auf meinem Kanal aktiv bleibt und mich hier verfolgt. Und dann, ja, würde ich mal sagen, beende ich diesen Vlog hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie mein heutiger Samstag in der Nebensaison gelaufen ist. Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie wie immer gerne, gerne in die Kommentare und hinterlasst auch gerne einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abonnement auf diesem Kanal. Dann freue ich mich sehr, dann habt ihr alles erledigt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis bald.